Ja, der Begriff Klima beispielsweise und Nachhaltigkeit, der kommt über 100 Mal vor in diesem sogenannten Hafenentwicklungsplan. Der Begriff Wachstum so gut wie gar nicht mehr. Und damit kann man keine Hafenpolitik machen. Um Ihnen die Dramatik mal deutlich zu machen, 2014 lag der Umschlag im Hafen noch bei 140 Millionen Tonnen, 2018 bei 130 Millionen Tonnen, also 10 Millionen weniger, 2022 nur noch bei 120 Millionen Tonnen. Und Frau Putz von der Regierungskoalition, Abgeordnete, hat in der letzten Debatte vor einigen Tagen vorgetragen, sie sei schon zufrieden, wenn wir jetzt 100 Millionen Tonnen erreichen. Ne? Also von 140 Millionen Tonnen runter auf 100 Millionen Tonnen. Und bisher hat Hamburg ja auch vom Hafen gelebt.